Hey Leute, ich bin Matze von 11 Team Sports TV und heute ist wieder Nike Academy Most Wanted Zeit. Das heißt, hier in Berlin werden wir einen Trial starten. Insgesamt 18 Jungs haben wir eingeladen. 5 davon werde ich zusammen mit Nike Academy Coach Patrick Igani auswählen und mit denen fahren wir nach Wolfsburg zum Deutschlandfinale. Jetzt lassen wir die Spiele beginnen. Wir hatten heute 18 Spieler da mit einem wirklich guten Niveau. Wir haben gesagt, wir vergeben 5 Wildcards, also Karten für Wolfsburg fürs Deutschlandfinale. Hatten einen Vormittag, wo wir 3 Stationen trainiert haben. 3 gegen 3 mit Torabschlüssen, 4 gegen 4 oder 5 gegen 5. Minitore, wo es dann um Spielintelligenz geht. Wir sind dann rübergegangen zum 5 gegen 5, 6 gegen 6, wo wir außen Anspielstationen hatten. Wir sind dann in der Nachmittagssession rausgegangen, haben ein 9 gegen 9 gespielt. Einfach den Jungs nochmal die Möglichkeit gegeben haben, mit mehr Raum, mit mehr Platz, sich nochmal in Szene zu setzen, in die Tiefe spielen, zum Abschluss kommen, schnell zum Abschluss kommen. Also diese Attribute, die wir auf der Akademie einfach auch sehen wollen. Das ist für euch wirklich, wie der Patrick auch schon gesagt hat, eine Riesenchance. Also gebt alles bis zum Umfallen und wir sehen dann auch, wer alles gibt und wer nicht. Und das ist ganz entscheidend auf alle Fälle. Natürlich habt ihr alle dieses Ziel Nike Academy vor Augen und wisst, was ihr dafür tun müsst. Ihr habt alle alles gegeben, das hat man gesehen. Dann fange ich jetzt mal an mit den 5 Jungs, die uns ins Deutschlandfinale nach Wolfsburg begleiten. Da hätten wir am Anfang Tim Nöding. Herzlichen Glückwunsch, Tim. Sehr gut. Ja, also wir haben den Tim, der sehr emotionaler Spieler ist, der will jeden Ball, ist aufmerksam. Tim, 17 Jahre, 6er beim FC Calcisena. Dann haben wir mit dem Lionel einen Spieler, der absolut sich als Leader herauskristallisiert, von der Verteidigerposition sehr positiv redet. Lionel Philipp Kulis, 18 Jahre, Außenverteidiger bei VSG Altglienicke Berlin. Dann haben wir mit dem Rifat eine echte Überraschung, also echt ein sehr guter Spieler. Technisch sehr versiert, schnell, sehr intelligent. Rifat, 18 Jahre alt, TVF Finien, Außenstürmer. Niklas, sehr hart, zweikampfstark, hat die Ruhe in den nötigen Momenten, aber ist ein sehr harter Abwehrspieler, deswegen gehört er dazu. Niklas, 17 Jahre, Innenverteidiger bei FC Calcisena. Und zum Schluss haben wir noch den Cevat, also er hat ein brillantes Auge, würde ich fast sagen, hat einen sehr, sehr starken linken Fuß. Der wird Räume sehen, der wird sehr, sehr viele tödliche Pässe spielen in seinem Leben. Der war Jeladin, 18 Jahre alt, spiele bei Blau-Weiß Spandau im Zentrum. Wir sind einfach von diesen 5 dann überzeugt letztendlich. Ich glaube auch, dass wir vielleicht da den einen oder anderen haben, der es wirklich weiter schaffen kann.